Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan Exiles. Heute mit dem Brause. Hi. Hi. Und dem Captain Karachu. Dach. Moin Moin. Und neu hinzugestoßen, wird Native Bavarian. Moin Moin. Schönen guten Morgen. Und es ist sehr früh am Morgen. Also ungefähr wie eben hier, so um 7. Gleich wird's hell. Und ja. Der Native wird gleich in der Wüste seinen trockenen Mund befeuchten mit so einem komischen Schlabber-Dingsbums, das da irgendwo auf dem Stein rumliegt. Und ich denke mal, wir gehen ihn abholen, ne? Wir machen hier so einen Escort-Service. Ja, ich werde ihm jetzt noch unsere Ausrüstung, unsere Freizeitausrüstung machen. Es gibt keine Keto. Moment, wie heißen die? Moment, gib mir kurz einen Moment. Talente, Religion. Hatte ich das jetzt wirklich so verstanden, dass es der Brause als Vollprofi hier verkackt hat? Was hab ich verkackt? Den Native eine völlig falsche Religion erzählt hat. Also, zähl mal auf, du hast Mitra-Religion, richtig? Ach so, bei Religion. Tja, Cap, scheiße gelaufen, ne? Ja, ich konnte jetzt Keto. Nicht damit rechnen. Der Keto, genau. Der konnte ich tatsächlich jetzt nicht rechnen. Ich wollte das Dings herstellen. Und also ich muss auf jeden Fall noch Last perken, weil so langsam wird es hier etwas schwer, wortwörtlich. So. Vielleicht sollte ich nebenbei aber hier bleiben und weiter bauen und farmen und so, weil ansonsten haben wir hier gar nichts, weil wenn du jetzt sagst, du lädst dann noch 15 Leute ein, dann holen wir die auch immer alle ab und dann... Okay, ja, können wir machen. Weil es geht nebenbei noch um, aber du wolltest ja sowieso keine Fackeln aus Leuchtschleim haben, das weiß ich noch. Ja. Also ich würde mir das Rezept jetzt gerne holen, weil in den Abgrund gehe ich da jetzt noch nicht, weil wir sind alle noch nicht über Level 40, weil erst dann würde ich da hingehen mit euch. Ja, ja. Du meinst jetzt in der Wüste, in das Riesending? In der Wüste das Riesending gleich unten am Spawnpunkt, nämlich südwestlich ist das. Ja, nee, das muss nicht sein. So. Ist ja auch egal. Und wie gesagt, wenn der Proxy mitkommen möchte, kann er mitkommen. Er kann aber auch hier weitermachen. Er könnte auch sonst Proxy, auch wenn es hier oben natürlich mit weniger Level und so ganz schön schwierig ist, hätte man sonst auch hochbeamen können. Wie hochbeamen? Warum? Warum? Ja, eigentlich ist es schon richtig, warum, ja. Weil es ist ja nicht durch einen Bug gestorben oder durch sonst was. Er muss sich erst durchkämpfen, ich hab's verstanden. Na, er hat mich, der Native hat mich ja an der Seite. Und was kann da schon passieren, Karacho? Jetzt sag mal, was soll da schon passieren? Ich höre, siehst du? Nix. Ach, du hast mit mir geredet. Ach so, Entschuldigung. Ist hier noch einer der Karacho heute? Proximus ich hab Karacho. einen komischen. Was hast du? Doppelschwert aus Stahl müsste ich doch jetzt eigentlich reparieren können. Native ist ja nicht so schnell, kommt bei ich mir aus dem Chat. Ich hab aber keinen Button reparieren. Und weil er ein bisschen älter schon ist als beim Stahlpickel auch nicht. Hast du... Nee, Moment, das Doppelschwert aus Stahl. Ja. Das ist Abstufe, das war nicht 31, das ist doch 31, Moment. Wo bist du denn? Ich bin jetzt gerade im Haus und irgendwie... Hast du das vielleicht gelernt? Hast du das überhaupt gelernt? Ich glaube schon. Vielleicht hast du das beim letzten Mal nicht geperkt und deswegen... Warte mal. Doppel? Ja. Doppel. Doppel. Stahl-Doppelschwert. Alte Beute. Okay. Hast du nicht gelernt? Ja, nee. Hat er nicht gemacht. Ach so, jetzt hätten wir eigentlich einen. Jetzt haben wir es. Okay, passt. Super. Danke für den Hinweis. 30 Minuten. Ich dachte jetzt gerade schon, hä? Irgendwas war ja. Doch... Wenn er nebenbei nicht noch anfängt, so wie Proxy immer noch Cobblestone machen zu wollen, dann sollte er 30 Minuten. Die Schaltplatte hat sich mittlerweile schon so ausgeleiert. Schlimmer als eine Kassette von Mikwas, Entschuldigung, dass ich jetzt erst antworte. Ja, das sind Sklaven. Die hier das an sind der, unsere Mitarbeiter. Mitarbeiter, Entschuldigung, ich vergesse es immer wieder, dass es unsere Mitarbeiter sind. Und den musst du mit dem Meinungsverstärker auf den Kopf hauen. Dann musst du sie in das Mitarbeiterrad packen, wo sie mit Vorliebe Schleimsuppe essen. Das ist die Fortbildungsgruppe. Das sind aber auch nicht rostet nebenbei. Und dann sind das unsere Mitarbeiter. Callcenter kriegen wir auch noch.
So läuft es und nicht anders. So, also, wie sieht's aus? Machen wir uns auf den Weg Richtung Süden, so? Moment, ich muss, die Rüstung für den Native ist halt... Ach so, okay. Da muss es sei ich... denn, Native besteht darauf, dass ich mit ihm mit abholen komme, dann mache ich das natürlich. Ich will ihn natürlich nicht, Nee, Captain, mach du nur, lass mich nur zurück. Oh, die ist ja auch schon fast halb kaputt. Ich wollte dir bloß das Zuhause gleich schöner machen, dass du dich gleich ein bisschen wohliger fühlst. Ich habe mir noch sowas überlegt, was der Karacho vielleicht noch in der Zeit kurz machen könnte. Und zwar, du bist doch auch schon bei den T3-Blöcken und so, ne? Also bei den... Keine Ahnung, warte. Du willst ja nicht mal, wie ich die herstellen kann, weil das mir alles zu schnell ging. Na, es geht eigentlich nur darum, dass wir mal so ein bisschen, weil die Seed-Foundations haben wir ja da hinten stehen, dass du vielleicht die anderen Foundations auch noch daneben setzt, damit man mal so sieht, was baumäßig so möglich ist. Aber ist kein Muss. Hast du die denn schon fertig? Nee, ich habe ja nur die DSC-Foundations da hinten hingestellt an dem Berg. Na, die wollen wir doch haben. Ach, die wollt ihr ja haben, okay. Ja, die wollen wir doch haben, weil das sieht doch geil aus mit dem Marmor dann nachher. Naja, aber ihr müsst auch nachher noch die Standard-T3-Dinger craften, weil die geben enorm Erfahrung, weil so levelst du nachher eigentlich am besten. Jetzt wäre natürlich die Preisfrage. Die Gebäude, Wände hier von unserem Hauptsitz, wollen wir die in Marmor oder in dem Boden nur oder wie? Also komplett? Also innen würde ich diese Marmor-Dinger würde ich für den Boden nehmen und dann gibt es da noch andere. Da können wir ja dann eventuell die normalen nehmen. Geschichten. Weil sonst was könnte die ja nur Brause machen, deshalb. Das wäre. Da, ja, genau, da können wir ein bisschen viel nehmen. Also Stein oder Ziegel. Oder machen wir erst Ziegel und dann nachher mal irgendwann Stein. Na, was ist effektiver? Effektiver ist auch bestimmt, wenn wir gleich auf die harten rum, auf die richtigen rumgehen. Ab wann kannst du schon Stein machen, Brause? Wie Stein? Also verstärkten Stein, Fundament, Wände. 30, Stufe 30. Achso. Also, sprich... Danke. Ah, stimmt. Ich kann ja auch Steinmetzmeister machen. Mache ich ja mal gerade. Gut, dass man ab und zu mal da reinguckt, ne? Einmal mit Profis. Gut, dann haben wir zumindest mal grob. Das ist ja einiges. Halleluja. Und da brauchen wir Stahlverstärkung, ne? Ja, das Problem ist mehr die Nummer mit den Ziegeln. Ja. Also brauchen wir auf jeden Fall noch ganz viele... Das ist das, was ich anfangs ja sagte. Wir brauchen nicht nur zwei, drei Öfen mehr vielleicht noch, sondern wir brauchen einfach auch Stein ohne Ende zum Farmen. Ja. Aber das ist ja, wenn ich jetzt, sage ich mal, noch zwei oder ein Level noch perke dann in Belastung, dann kann ich so bei 2000 Steine mitnehmen. Du hast ja noch deinen Sherpa hier. Den nehme ich auf jeden Fall noch mit. Also denke ich da schon mal, dass wir mehr Öfen brauchen, ne? Ja, die können ja draußen noch hin, wie gesagt, die können ja draußen noch zwei, drei Hütten bauen. Aber auch die brauchen eben normale Steine, weißt du? 500, ja. wo seid ihr denn jetzt? Moment, ich bin noch am Herstellen, aber wir können auch gleich losziehen. Achso, okay, gut. Gut. Ich frage nur, weil wegen Sonne so ist schon Mittag so gleich. Auch er macht sich schon wieder ins Hemd, das gibt's auch nicht. Was macht er sich? Ich hab's ins gern Hemd. Hell. Ja, muss doch die ganzen schönen Sachen zeigen können, so im Hellen. Sobald der Native auch irgendwo im Spawngebiet ist, kann er uns mal annähernd sagen, wo er ist. Ja, ich glaube, es gibt nur zwei Punkte, oder? Wo man spawnt. Kann gut sein. Ich würde sowieso mal eben noch mal kurz auf Toilette, bevor wir losziehen. Achso, na gut. Ich mach mal noch kurz einen Wolf platt. Und dann sage ich mal was. Genau, mach noch kurz einen Wolf platt. Bis gleich. Ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen wieder um die Ressourcenbeschaffung bekümmern, weil wie gesagt, mir ist das mal ein bisschen wenig, weil Eisen läuft auch nusch gerade. Komm, Wolf. Das Native oben ist es schon Abendessen. Komm, Wolf, hier rüber. Detef, du hast auf jeden Fall einen Fan, der Meinung ist, dass du Ewigkeiten brauchst, um hier hochzukommen. Ach, was? Also ich habe mich ja schon ziemlich noobig angestellt und habe, glaube ich, 2 Ingame-Tage gebraucht. Wo wohnt ihr denn? Im Norden. Oben, wenn du auf der Map guckst, ganz oben, auf, leicht links bei Asgard.
Du kannst aber auch ganz einfach sagen, wenn du die Koordinaten anguckst, das ist bei E9. Am unteren rechten Rand von E9. Das geht ja. Ja, ist wo es grün ist, wo es halt schön ist, ne? Wir fügeln, wir fügeln die zwitschern, genau. Jetzt zwitschern die Vögel und schönes saftiges Gras und zwischendurch mal so ein Wildschwein. Oh. Wieder da? Ja, Rö. Apropos Rö. Rö gibt's ja auch. Genau, versuchen wir noch ein bisschen Kohle denn so nochmal mitzubringen, dass wir noch ein bisschen was auf Vorrat haben, dass ich Fackeln machen kann und so weiter. Ja, wird schwierig. Ich habe nur noch 20% Luft. Aber mal gucken. Ja. Na, wenn ihr jetzt, wie, du hast bloß noch 20% Luft. Ja, ich habe nicht geperkt in Belastung. Ja, das ist das. Ich, Eisenfaust und guten Morgen auch hier in meinem Chat. Ich glaube auch der Proxy, wenn es hier so eine Liste wie bei Seven Days geben würde, würde Proxy schon mal ganz oben stehen mit den Toten, weil allein in der ersten Stream mit ihm. Ich wurde mehrmals durch den Fleischwolf gefleischt, zerfleischt. Also, wenn man Statistiken aufstellen könnte, durch wen man gestorben ist, und dann würden Wölfe als Killer ganz weit oben stehen. Wolf 10, Proxy 0. Nee, aber ich glaube, so das Verhältnis ist, glaube ich, 1:2 so mittlerweile. Das war kein Hirsch und Mikbas, das war ein Elchkönig. Ein Elchkönig. 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 Nee, Trophy fürs Wohnzimmer, nicht Eisenfaust, sondern das hier, das Blut, ist seit neuestem wichtig geworden. Und zwar musst du dafür im Kopf reintun, dann kriegst du da einmal Knochen und einmal Blut oder zweimal Blut raus, je nachdem, wer für einen Riesenkopf das ist. Das Blut brauchen wir nämlich für dieses totemerische Zeug, damit man zum Beispiel die Wölfe, hier, das haben wir hier schön als Beispiel, den Standardwolf, den wir gezähmt haben, und das ist auch ein Standardwolf, den wir gezähmt haben, dem haben wir aber, oder den habe ich so ein totemerisches Zeug da gegeben, und dann kommt so ein Wolf dabei raus, der halt ziemlich krass aussieht, finde ich. Keine Ahnung, was das darstellen soll, warum man auch einen Wolf, einen toten Schädel von einem Wolf als Helm gibt. Aber gut. Ich meine, ich habe ja letztens auch den Babywolf entführt und mit dem Fleisch deiner Eltern gefüttert, also von daher Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie heißt das jetzt nochmal? Totemerische oder so heißt das. Das kannst du im Dings, glaube ich mal, im Feuerschalenkessel war das. Ach so, Mein Begleiter verhungert, warum denn das nun schon wieder? Weil er zu wenig zu essen hat? Ja, dann gib ihm ein bisschen Schleimsuppe, dann passt das wieder. Der Wolf heißt Herbert. Ja, der Wolf heißt Herbert, der Name, den hat der Proxy beim letzten Mal ihm gegeben. Der Müller 05, das hat sich der Müller 05 im letzten Stream gewünscht, dass er, weil ich habe mir gedacht, ich benenne mal die Tiere nach meinen Followern, / Zuschauern, wenn sie es natürlich möchten. Natürlich dürft ihr euch auch wünschen, was ihr gerne für ein Tier sein möchtet. Frage, wie kann ich denn meinen Trinkbeutel auffüllen? Du musst in einem Fluss sein und unten im Gürtel haben und die Taste, wo du den Trinkbeutel draufgelegt hast, drücken. Dann müsste da die Leiste wieder voll werden beim Trinkbeutel. Seid ihr jetzt schon los oder wie? Pause, ich brauche mehr zu essen für meinen Sklaven, der hat immer noch 0%. Hast du ihm Schleimsuppe gegeben? Ja, weil es waren bloß 40 Dinger oder sowas und das reichte ihm irgendwie nicht. Wo ist denn dein Sklave überhaupt? Na, hier bei mir. Brunnen. Beim Brunnen. Okay. Ja, stimmt. Immer dieses. Hier bei mir ist blöd. So, jetzt hat er eine Stunde 18 verbleibende Zeit. Jetzt hat er 33. Ja, ansonsten, wie gesagt, nimmst du ein paar Samen, ein paar Pflanzenfaser und kochst sie ab und gibst sie dann später. Es steht ja nach wie vor auf dem Server nicht, dass sie sterben, dass sie keinen Verhungern, weil ich das mit dem Verhungern auch noch ein bisschen strange finde, weil das so extrem ist. Nee, Proxy, ich bin jetzt vor der Bude. Oh, ich sehe, jetzt fängt's an zu regnen. Ich wollte bei schönem Wetter. Och ja, jetzt sieht man wieder nichts von der schönen Landschaft hier, Mensch. Feine Dame von Haus, ne? Gott. Ja, einer von euch Gentlemen könnt ja mal mit dem Regenschirm hier anrücken. Ja klar. Oh, das wird eine Reise. Das wird eine Reise, echt. So. Das kann hier wieder rein. Das kann hier rein. Ui, ein Krokodil. Ja, ist mit Vorsicht zu genießen.
noch auf deinem, auf deiner Stärke, auf deinem... Das ist ein dickes Krokodil. So ein dickes Krokodil oder ein durchschnittliches Krokodil? Ein richtig dickes Krokodil. Ja, dann rennen mal lieber. Ja. Also ich würde sagen, leg dich mit dem an. Ja. Genau. So, Proxy, wo bist du? Auf der Wiese. Vor unserem Erweiterungsbereich. Der Wiese vor unserem Erweiterungsbereich? Ja, hier Richtung, hier vorne. Ja, frag mich mal, ob das Süden ist, ich weiß es nicht. Es ist... Ja, und hier gibt es aber auch alles, oder? Westen. Hier gibt es alles, ja. Wir müssen aber in die andere Himmelsrichtung, nämlich entgegengesetzt der Basis hier. Wir müssen Richtung Südosten, ne? Wir müssen erstmal hier erstmal weg und ich wollte jetzt nicht um, obwohl wir könnten da hinten runterspringen, aber ich weiß nicht, wie das bei dir mit den Festkrallen und runterspringen so ist. Ja, nee. Also gehen wir lieber den sicheren Weg. Also, ich sag mal so 80%. Miezekatzen. Wo ist er denn schon? Wo bist du denn schon, dass du schon Miezekatzen hast? Die sind doch schon nicht mehr im Stadtgebiet. Miezekatzen? Was? Nee, ich bin jetzt über den Fluss drüber. Nein! Du bist. Miezekatzen ist aber Osten, das ist nicht gut. Geh mal Richtung Westen. Geh mal Richtung Westen. Schwimmen ist auch nicht schlecht. Das war das Signal dafür, es gibt Probleme. Yep. Mehrere Miezekatzen. Nicht gut. Ja. Schwarze oder richtige normale? Oh. Okay, also wir wissen jetzt, man kann auch noch woanders spawnen. Sobald also der Detective mal ein bisschen Ruhe hat, kann er ja die Karte mit M mal aufmachen. Und ja, also ich vermute mal, er ist dann doch etwas weiter östlich gespawnt als wir, oder ich? Ich bin G4. Oh. Er ist ein G4-Sturmgewehr, oder was? Verstehe. G4, das war G3, du Sack. G4? Keine Ahnung, ich war nie beim Bund. Seit wann sind bei G4 Miezekatzen? Ja. Ach so. Ich wollte gerade sagen, ich dachte jetzt da schon an die östlichen Miezekatzen. Ja, der Native, der ist schon unten gespawnt, der ist nur schon so weit vorgelaufen, weißt du? Der will uns entgegenkommen, aber das wird er bereuen, wenn er das tut. Ja, also viel weiter nach oben sollte er auch nicht im Moment. Nein. Vielleicht sehr. Und das Kroko ist dann das an dem großen Teich, das ist ein Boss, genau. Ein Boss-Kroko. Genau. Ein dickes Kroko hat. Ja, das ist wirklich ein dickes, kann man so sagen. Das kriegen selbst wir einfach so mit normalen Mitteln noch nicht platt, also. Aber ich finde das Feature mit dem Klettern geil. Ja, klettern. So, Wolf ist tot. Ah ja, da ist ja der Übergang. Wo, da oben? Da rechts da nicht? Da musst du auch runterspringen. Ist das nicht da? Da bin ich doch runter letztens. Du kannst ja gerne da runter, wenn du möchtest. Wo willst denn du her? Ach, ja, da unten drunter durch, oder was? Ja, unten drunter, genau. Ah, unser Anfangsdings, okay. Bums. Machen wir es nochmal ganz praktisch. Die Folge ist ja eh gleich rum. Also machen wir sie gleich. Gleicher. Gleicher. Okay. Dann seht ihr jetzt mal, die es noch nicht gesehen haben, wenn ich wieder Stamina habe, wie jetzt hier der Übergang aussieht zwischen Grün und Wüste. So sieht der aus. Ach ja, stimmt. Es kommt falls das noch nicht jeder gesehen hat. Der richtige Einwurf von Eisenfaust. Du solltest nebenbei auch dran denken, dir Betten zu machen, Native. Ja. Pflanzenfasern, Zwirn. Dass du dir genau, dass du dir da schon mal und dann natürlich E drücken, damit du einen Respawn-Point hast. Genau. Das, falls du doch drauf gehst, nicht wieder ganz von vorne anfängst. Und mit diesen Worten schließe ich die Folge und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr werdet sehen, wie das Chaos gleich weitergeht. Bis dann. Tschüss. Tschüss.